Willkommen zu einem neuen Vlog und zwar mit mir. Heute geht es um einen Werbespot, in den ich mitgewirkt habe. Und zwar ist das schon ziemlich früh entstanden, und zwar 2009. Da kamen so die ersten zwei Anläufe und das waren eigentlich auch die größten mitunter. Es gab auch nochmal einen Werbespot, der lief ca. einen Monat auf ProSieben. Und zwar ging es um die Millionärswahl. Da haben die mich als Aushängeschild genommen. Die Schweine. Hendrixer ist schon dabei. In diesen zwei Commercial-Werbespots dabei gewesen zu sein, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich erinnere mich gerne an diese Zeit zurück. Die Dreharbeiten waren anstrengend, aber auch mega geil, wenn man dann einfach dann gesehen hat, oh, das bist du, du hast es gerade gemacht und diese Aufnahmen einfach der Oberhammer waren. Das Geilste war für den Wahlwerbespot, da sind wir extra nach Berlin gereist. Das klingt jetzt auch übelst weit gereist werden, das sind gerade mal 2 Stunden. Es sind dann 5 Tage gewesen, mussten wirklich jeden Morgen gegen 6 oder so war das aufstehen. Und klingt für den manchen jetzt nicht so früh, aber wir haben dann von 6 an bis abends 19, 20 Uhr ganze Zeit Parcours. Ganze Zeit irgendwo runterspringen, Saltos hier, Saltos da und jedes Take mindestens ungelogen. Mindestens 20 Mal, 30 Mal wiederholt. Das waren so die ersten großen Erfahrungen, wo wir in diese TV-Branche, in dieses Stuntleben reingeschoben wurden. Es war übelst anstrengend, aber wenn wir abends ins Bett gefallen sind, dann war man einfach glücklich. Das war auf jeden Fall richtig geil. Wie gesagt, ich erinnere mich sehr gerne an diese Zeit zurück. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Eine der coolsten Sachen war auf jeden Fall, dass wir auf den Fernsehturm in Berlin drauf durften. Also hinter die Gitter durften wir rüberspringen und am Fuße alles machen, was wir wollten. Da ist tatsächlich auch Polizei vorbeigekommen und hat dann uns gefragt, was das hier soll. Die wollten uns schon fast festnehmen. Ich selber habe davon gar nicht so viel mitbekommen, weil wir da schon am Rumtänzeln waren, schon am Rumprobieren und so. Und unsere Regisseurin, die hat mit der Polizei geredet. Das war auf jeden Fall ziemlich geil, dass sie dann halt von der Stadt die Genehmigung rausgeholt hat, dass wir das machen dürfen. Und das ist einfach mal so ein geiles Gefühl gewesen, dass du Sachen machen darfst, die du eigentlich nicht machen darfst. Schaut es euch auf jeden Fall an. Der Anfang kommt schon ziemlich geil, da wird man mitgerissen und man will auf jeden Fall sehen, wie es weitergeht. Denn wir sind nicht umsonst zwei, die da ihren Schein abgeben wollen. Und das um die Wette. Auf jeden Fall coole Szenen drinne, auch witzige Szenen. Viel Spaß dabei. Link in der Beschreibung. Zu dem zweiten. Da war es halt leider so, dass mein Kumpel angerufen wurde und der aber in dieser Zeit im Zivi steckte und konnte nicht. Deswegen wurde daraufhin ich gleich gefragt, ob ich dann Zeit hätte und ja, zufälligerweise war ich frei. Hatte zumindest keine wichtigen Termine, wo ich jetzt hätte sagen müssen, nee, sorry, geht nicht. Da ging es dann auch schon ziemlich schnell nach. Wo war das eigentlich? Wo hatten wir gedreht? Innerhalb von Deutschland halt, ne? Das ging 2 Tage, war auf jeden Fall nicht halb so anstrengend als beim ersten Dreh, wo wir 5 Tage in Berlin waren. War wirklich ein einfacher Run. Ich habe mir da einen ausgesucht und habe mir es selber sogar noch ein bisschen schwerer gemacht. Also ich habe noch so eigene Ideen eingebaut, weil das, was die wollten, das war, fand ich persönlich, zu lahm, zu langweilig. Fand ich ziemlich cool, die Zusammenarbeit. Also die haben sich das angehört, so meine Ideen, was ich damit machen könnte. Und ich durfte auch wieder auf die Dächer draufklettern, was halt alles eigentlich gar nicht erlaubt wäre. Ich bin auf einen draufgeklettert, das werde ich auch nie vergessen. Also, ich weiß nicht, ob ich hier überhaupt noch die Narbe habe oder so. Da sind ja, damit die Vögel dort nicht draufscheißen auf die Dächer, sind ja diese riesen Nadeln, also ne, dass man da nicht irgendwie hochklettert oder sonst was, oder dass sich da halt eigentlich die Vögel draufsetzen. Da war es aber ein bisschen anders. Und zwar ist dort ein Draht durchgegangen. Den habe ich angefasst. Auf einmal habe ich einen übelsten Schlag bekommen. Das war auf jeden Fall stärker, als wenn man, hat bestimmt schon jeder von euch gemacht, sei es eine Mutprobe gewesen oder einfach so als Gag oder einfach nur, weil wir dumm sind. Draht angefasst, wenn ihr auf der Weide wart oder so, da wo die Schafe oder Kühe oder sonst was sind. Ja, und ihr habt dann einen Schock bekommen. So müsst ihr euch das vorstellen, aber irgendwie, ich will es nicht übertreiben, aber dreimal stärker vielleicht. Ja, und ich habe mit dem Zeigefinger das als erstes berührt. Deswegen hatte ich eigentlich, könnte man sagen, auch ein bisschen Glück, aber es ist trotzdem durch den ganzen Körper gegangen. Und es hat ein bisschen geschmort. Ich habe dran gerochen und es war also wie frisch gegrilltes Fleisch. War. Eigentlich ist das Einzige gewesen, was passiert ist bei dem Dreh. Die sind mit einem riesen Anhänger angekommen. Ja, mit Belichtung allein. Mit einer Belichtungssäule. Also ohne ungelogen, ey, das war, dass ich keinen Fuß gemacht habe davon. Mega Akkus, also die man so als Akku gar nicht erkennen würde. Wir kennen ja hier nur so kleine Akkus, sei es GoPro oder sonst was. Und das alles wegen mir. Ja, dieses Gefühl einfach in dem Moment so.
krass, die sind alle wegen dir hier, damit du im besten Licht stehst. Weil wir haben ziemlich früh angefangen, da war es noch, da hat es noch gedämmert, ja. Und die brauchten aber, die mussten Tageslicht erzeugen. Also, weil wenn es ja dann hell wird, ist es im Schnitt dann irgendwie schwieriger. Ich habe damals noch sehr wenig Erfahrung gehabt in Sachen Videoschnitt. Und also sehr, sehr wenig. Hab mir da wirklich alles zukommen lassen, was die mir dort an Infos geben konnten, weil mich das halt echt interessiert hat. Ja, da haben die halt alles ausgepackt, haben einen Kran mit dabei gehabt, also einen Kran für die Kamera. Für eine Szene. Ja, muss man sich mal vorstellen. Haben die so ein fettes Vieh mitgehabt. Diese eine Szene, da, das war auf so einem Mini-Eimer oder was das war. Keine Ahnung, so ein moderner aus Silber. Und der war aber leicht schräg. Also, da würde ich aber einen Salto runter machen. Also so seitwärts, aerial, so eine Mischung aus beiden. Also so wie ein freies Rad. Und ich musste mit einem Bein abspringen. Also mit einem Bein. So, auf der Säule. Und das andere Bein, mein linkes Bein, das wäre frei gewesen. Das kann man sehen. Das wäre... Was war das? Magic! Das wäre frei gewesen. Und ich hätte mir dann so einen Schwung erzeugen müssen, ohne dass ich mich abdrücke, so wirklich. Aber der war ungefähr einen Meter hoch, Meter hoch. Und deswegen konnte man das dann wieder ausgleichen. Ich habe es mir schwieriger vorgestellt, als es dann eigentlich letztendlich war. Aber zur Sicherheit haben wir dort Panzertape draufgeklebt. Mit der gleichen Farbe, also silbernes Panzertape. Der hat es dann so abgeschnitten mit dem Cuttermesser, dass man das wirklich nicht sieht. Und man sieht es auch wirklich nicht. Also ich glaube, selbst wenn ihr es jetzt wisst und euch den Clip anguckt, wenn ihr genau hinschaut, ich glaube, selbst dann sieht man es nicht. So wird halt mit Tricks gearbeitet. Ich werde mich auch nie wieder beschweren oder sagen, das ist sehr lächerlich, wenn einer von meinetwegen Dach zu Dach springt und ich mir dann denke so, ey super, das hätte ich auch machen können und dafür haben sie den genommen. Habe ich früher immer extrem aufgeregt über solche Leute, aber wo ich dann selber in dieser Lage war, meistens checkt man dann erst dann, habe ich erstmal gemerkt, was eigentlich vor Ort alles so passieren kann, was man dann im fertigen Produkt gar nicht wahrnimmt, gar nicht sieht. Es hätte ja sein können, dass der einen einfachen Sprung gemacht hat, von dem einen hohen Dach zu dem anderen ohne Salto, weil es dort rutschig war oder weil das Dach an der Ecke vielleicht schon angefangen hat zu bröseln oder wie auch immer und die aber diese Kameraeinstellung brauchten, weil sie es cool fanden. Deswegen sage ich mir auch immer wieder, ey, es ist so wie es ist. Niemals beschweren, wenn man nicht selber in dieser Haut steckt. Diese beiden Videos, über die ich mich gerade mit euch unterhalten habe, schon längst online stehen, weil die einfach schon ziemlich alt sind, aber immer noch geil. Deswegen wird es für die auch keinen Re-Upload geben, weil die Qualität ein bisschen herhinkt, aber vom Fun-Faktor ist es immer noch sehr, sehr empfehlenswert. Wiederschauen und reingehauen! Willkommen zu einem neuen Vlog und zwar Willkommen zu einem neuen Vlog und zwar